allerälteste elektronische Musikstück, an das ich mich total gut erinnern kann, war Popcorn. Ja, dieses lustige Lied aus den späten 60ern, das war eben eindeutig, also das kann man auch von heutiger Warte sagen, eindeutig total elektronisch. Und das konnte man auch natürlich total hören, weil es sich eben einfach völlig anders angehört hat als alles andere, was es zu der Zeit gab. Ende 60er, 70er, da war ja alles rockorientiert, gitarrenorientiert. So bin ich ja auch aufgewachsen mit Gitarrenklängen von Beatles über Bay City Rollers oder auch Sweet und sowas. Von Weitem spielte natürlich aber auch immer Studio 54 eine Rolle, weil das war der erste und einzige Laden, der ja auch aus der Halbwelt, der Unterwelt rauskam, der gemacht worden ist von Leuten, die sehr viel mit Kunst zu tun hatten. Hab irgendwann im Radio, war das glaube ich, Donna Summer gehört. Das war glaube ich sogar I Feel Love und das hat mich so wirklich bekehrt, dass ich so gesagt habe, wow, das ist echt ein neuer Sound und also wirklich auch mal was Gewagtes irgendwie. Da hat man natürlich so ein bisschen nachgeforscht in dem Sound. Das war halt dieser Giorgio Moroder München Sound, der halt so Anfang der 80er, glaube ich, Ende der 70er im Kommen war und da wurde ich schon so ein bisschen neugierig irgendwie. And as well in New York, you had Larry Levan, who he was able to make a transition from doing some great disco mixes and R&B mixes. I mean, he even did Grace Jones and Gwen Guthrie, you know what I mean? So, Mick Jagger. He crossed a lot of barriers and he was also making his underground flavor of, I guess, New York style house music. For me, it started in the South Bronx because that's where the ghetto was. That's where black music came from. And just like electronic music, we were influenced, I guess in the year around 1978, 79, 80, we were influenced by groups from, you know, strange enough, from Germany, like Kraftwerk, because like Trans Europe Express and things like Numbers and Kraftwerk, all like were being played by Afrika Bambaataa and Grandmaster Flash and Cool DJ Herc, who were the founders of basically what is hip hop culture today. The first electronic music that I heard was probably like Afrika Bambaataa, early Arthur Baker Productions, and then I was like totally hooked from there. Also wie ich zuerst mal die Autobahn gehört habe und diese elektronischen Klänge, war ich total fasziniert. Das war für mich eine ganz neue Welt, weil vorher kannte ich, wie gesagt, nur Gitarre und Rock und da hat sich für mich wie ein Bilderbuch aufgetan von neuen Möglichkeiten und ich wollte dann auch wissen, woher das kommt. Damals gab es ja noch kein Internet, da konnte man sich schwer die Sachen zusammenreimen, wo es kommt. Also habe dann versucht, dass ich andere gefragt habe, hier, was gibt es dann noch, oder im Plattenladen nachgefragt habe und da kam ich dann, ja, das war ja dann, kann man sagen, es war naja, 79, 80 eher, und dann kamen dann schon die ersten Sachen aus England rüber, also Elektronik-Pop, weil Kraftwerk ist ja eigentlich Elektronik-Pop und da kamen halt viele Sachen aus England. Das habe ich am meisten dann durchforsten der Plattenläden. Ich bin schon als Schüler, beziehungsweise in der Lehre, im ganzen Rhein-Main-Gebiet herumgefahren und habe stundenlang in den Plattenläden verbracht und gehört und gehört und gehört und so kamen dann halt die frühen Depeche Mode-Sachen, New Order, Human League, Heaven 17, das war so meine Welt damals, wo ich sozusagen in diese elektronische Musik reingerutscht bin. Im Unterschied zu Popcorn, was sozusagen hergebrachte Musik auf dem neuen Instrument Synthesizer gespielt hat, ging es mit Kraftwerk eigentlich los, dass das auch qualitativ eine neue Musik wurde, dass sich auch der Song langsam aufzulösen begann, was meiner Meinung nach die Hauptidee letztendlich der DJ-Musik ist. Also vom Song Konzept zu so einem Track-Konzept zu kommen. Die andere Art von elektronischer Musik, an die ich mich gut erinnern kann, aus der dunklen Zeit, bevor ich 13, 14 war oder so, war gerade in Deutschland elektronische Musik als so waberndes Zeug von Gruppen wie Tangerine Dream und so langhaarigen Priestern in Keyboardburgen, die dann so, ja, so Klangteppiche woben und alles war halt sehr spacig. Ich war in einem anti-autoritären Kindergarten und die Leute, die da gearbeitet haben, die haben sich teilweise schon für so frühe elektronische Hippie-Musik begeistert. Und einer dieser Leute hat damals schon einen Synthesizer gebaut selber. Und der konnte nur ein Geräusch machen, nämlich einen Tischtennisball, der auf dem Tisch so fällt, so klack, 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 klack. Und das war der Sound, aber das hat mich schon sehr begeistert. My first recollection of digital music was probably sort of going back to bands like Devo
which was sort of fusing the electronic sound with the band sort of thing. And I think that was the first time that I ever decided that I was going to build a modular synth, and then went to my local electronics store and bought lots of the equipment that I needed. I think I was about 11 years old. Hab als Disc Jockey bei meinen Eltern angefangen in ihrer kleinen Diskothek. Zu dem Zeitpunkt bin ich auch ab und zu ins Dorian Gray gegangen. Das war am Frankfurter Flughafen überhaupt die Innendiskothek Deutschlands mit der besten Musikanlage vor allem. Und da habe ich halt leidenschaftlich gern getanzt, wenn ich reinkam. Das war immer so eine Sache. Da habe ich mich total in die elektronische Musik verliebt. Da habe ich dann Breakdance gemacht, habe den Robot-Tanz gemacht und habe auch immer viel Aufsehen erregt auf der Tanzfläche, wenn ich dann Gas gegeben habe, dass mich dann der Disc-Jockey angesprochen hat, ob ich nicht Lust hätte, im Dorian Gray Musik zu machen, weil er glaubt, ich hätte doch sehr viel Gefühl für diese Musik. Und so kam es dann dazu, dass ich Ende 81 dann im kleinen Club in Dorian Gray Musik gemacht habe. Parties, I had a friend who was a DJ. He told me he knew how to DJ, and of course I was like, nah, you don't know how to. And one thing led to another, and you know, in a roundabout way, I became a DJ. Für mich ist eine der wichtigen Dinge, wo das stattgefunden hat, eben tatsächlich Clubs, wo DJs angefangen haben, so mit Musik umzugehen. Und letztendlich durch ihre Mixkünste vor allen Dingen erstmal so eine andere Vision, ohne großes Programm, also einfach eine andere Vision. Da konntest du das schon hören, bevor das Programm war und bevor sich Leute überhaupt überlegt haben, was machen wir da. So kurz bevor ich dann 86 selber als DJ angefangen habe, bin ich als Gast im Front in Hamburg gewesen. Und da hat der DJ Klaus Stockhausen Platten ineinander gemischt, so wie ich es vorher halt noch nie gehört hatte. Also Platten ineinander mischen gab es da zu der Zeit sowieso immer noch recht selten. Und der hat einfach so super spezielle Musik gespielt. Also es war eine Mischung aus elektronischer Musik und Popmusik und ja, den ersten Hausplatten, so 85. Und die Sachen hat man halt in Hamburg sonst sowieso nirgendwo gehört und ich glaube auch in Deutschland nicht, in so vielen anderen Läden. WDR 1, da gab es damals Disco Night oder sowas, das hatte der Robert Treutler, hat das gemacht und hatte eine Zeit lang auch ausprobiert, diese neuen Sachen halt zu spielen. Da ging es halt dann weg von diesen Popgeschichten, sondern es wurde dann schon fast schon so ein bisschen Elektronik manchmal. Und dann habe ich mir selbst die Kassetten mitgeschnitten mit Stopptaste, Stopp und Play und auf einem ganz alten Kassettendeck, was also nur noch so funktioniert hat, mit so Streichhölzern drunterlegen, damit die Kassette richtig sitzt. Und schön Metallkassetten und Dolby und so, und dann ging das ab. Für uns gab es natürlich das Größte überhaupt damals, coole Mixe zu spielen. Ja? Mixe, die kein anderer hat. Und somit haben die DJs damals schon angefangen, mit ihren eigenen Tonbandmaschinen eigene Mixe zu schneiden, zu Hause. Bassdrums verkehrt rum zu schneiden und solche Tricks. Und so kam dieses ganze Remixen auf. Und die DJs im Dorian Gray, seinerzeit der Bijan Blum und der Michael Münzing, die haben da so ganz spezielle Mixe gespielt, wo ich mir gedacht habe, wo haben die das her? Wie haben die das gemacht? Instead of having these great arrangers and musicians making music, you had DJs making music. That's what happened. And it was done with drum machines and keyboards. But it had the flavor of what the disco records had, but it had a harder sound, a stronger sound, I guess because they were machines at the time and the sounds were bigger, the kicks were bigger. And making electronic music was an accident. It was more because of the new kind of instruments you can buy in a music shop, you know. During these years, it was the beginning of the samplers and the computers. And I fall into electronic music because of these instruments, which makes me discover new way of making music. I would always pick up these weird keyboards in secondhand shops or you know, garage sales or whatever, and just see what they could do. You know, just start making weird sounds. And sometimes, if I couldn't get a good sound out of the machine, I would add a cool sampler, an FC1 I used to use, which had a lot little filters in it. And I would sample the sound. So most of them I would wind up doing on my FC-10, my Casio FC-10. I would sample sounds from other keyboards I had, but then when I put them in the Casio, it just cheapened it and made it, you know, stranger somehow. Mein Studio sah immer aus wie ein Spinnennetz. Da ging Kabel einmal so quer rüber, weil ich eben auch Sachen völlig
ungewöhnlich eingesetzt habe. Zum Beispiel einer der Sounds, die ja für mich dann auch irgendwann so ein bisschen Stilelement waren, war diese knarzigen, furzigen Sounds, die sehr, sehr hart sind und sehr prägnant sind und eine ziemliche Attack haben. Und es war ganz einfach, das war, wenn man das Ende von so einem Klinkenstecker anfasst und das Ding geht durch einen Gitarrenverzerrer und dann nochmal in so ein Chorusgerät, das völlig übersteuert ist, dann kommt da so ein komisches Geräusch bei raus. Und wenn man dieses Geräusch dann einfach samplet und dann noch auf eine Note tunt im Sampler und sich das auf eine Tastatur legt, dann hat man die wunderbarste Möglichkeit, fiese Sounds zu machen. Und durch solche Sachen ist ganz viel entstanden, durch dieses Experimentieren. Und sowas kann man natürlich nur machen, wenn man selbst zumindest ein Grundverständnis von Produktion hat. Ich kann mich auch noch eine Geschichte mit unseren ersten PC. Es war irgendein PC mit einem grünen Bildschirm. Und dann haben wir dann irgendwie, ich glaube, 9 Stunden lang die ganze Nacht gesessen. Einer hat sozusagen die ganzen Steps vorgelesen, der andere hat sie eingehackt. Und dann kam dann das erste Lied dabei raus. Also es war doch alles, wie gesagt, sehr in den Kinderschuhen. Aber es hat Spaß gemacht, irgendwie diese Umsetzung von denen, die man im Kopf hat oder die man inspiriert hat durch irgendeine Platte, in diese elektronischen Geräte, mit den elektronischen Geräten umzusetzen. Der wichtigste Schritt für die elektronische Musik war der Atari, ja, wo es wirklich mit einem kleinen Computer, den sich jeder leisten könnte, und 1, 2 Synthesizern möglich war, die miteinander zu synchronisieren und seine eigenen Tracks zu basteln. Der Atari selber hat ja noch keine Musik gemacht. Das war ja nur quasi so die Schaltzentrale, der die Noten gespeichert hat. Und das ging dann weiter, dann kam irgendwann mal der erste Sampler dazu, der dann auch einen Bildschirm hatte, so einen grünen Bildschirm, der dann auch eine C64-Grafikkarte eingebaut hatte. Also das, wenn man das heute betrachtet, das sieht alles noch sehr spacig aus. Man muss ein gewisses physikalisches Grundverständnis haben, um Sachen so zu produzieren, dass sie dann auch funktionieren. Man muss halt einfach wissen, dass in so einem Lautsprecher, da ist einfach eine Spule und ein Magnet, irgendwie, die da wie wild arbeiten, um das Geräusch rauszukriegen. Das heißt, man muss halt einfach auch ein gewisses Grundverständnis davon haben, wie schnell kann das Ding da überhaupt arbeiten und wie weit voneinander müssen Frequenzen voneinander entfernt sein, damit jede einzelne für sich auch noch prägnant durchkommt. Gerade 87, 88, wo es noch keine... Da gab es noch keine House-Community oder so in Deutschland, aber kein Techno-Publikum. Das heißt, damals war das Tolle, dass wir dann 4.000, 5.000 Leute da durchgedreht sind auf einen Sound, den sie, also so und tätere, ohne zu wissen, was ist es jetzt, wie nennt man das oder sonst was. Das war der Sound, den die dann damit identifiziert haben, der nicht benannt war und es gab keine Szene dafür, aber es gab schon sozusagen diese Ekstase und diese Begeisterung an der Power von diesem Minimalismus und diesem schnellen Beat. Dieses ganze Movement war uns damals gar nicht so bewusst, was wir da eigentlich geschaffen hatten oder überhaupt in Frankfurt überhaupt, was da abging. Ne? Das kann man später in Geschichtsbüchern lesen, aber es war uns eigentlich gar nicht bewusst. Zu mir auf jeden Fall nicht. Und irgendwann kamen halt die berühmte Acid Tracks von Future in Plattenladen, also die erste Acid-Scheibe, die dann auch, weil sie Acid Tracks hieß, halt dem Stil auch den Namen gegeben hat. The whole Acid House sound, I mean, it evolved from the 303, which was mainly made as a bassline box. It was something which would accompany the drum machines, you know. Wasn't supposed to do that, and it wasn't supposed to. The filters on it were just supposed to get different resonant sounds for a bass. Until someone sort of started thinking, right, we can play around with this, and everybody started twiddling their knobs, and then sort of out comes this legendary type of music, which is acid. Ich bin immer schon gerne ausgegangen und habe immer gerne getanzt, aber das war ein ganz, ganz extremer Paradigmenwechsel, weil eben, das haben so mir gegenüber Daft Punk mal in einem Interview, das ich mit Daft Punk geführt habe, so sehr nett gesagt, dass man vorher immer nur zu Bands getanzt hat, die man kannte. Und bei Acid House war es zum ersten Mal so, dass man immer nur weiter ins Unbekannte getanzt hat und auch nicht zu Songs, und Texten oder zu Lieblingskünstlern und dergleichen, sondern zu eben diesem neuen, anderen, sagenhaften Ding, das irgendwie nur direkt auf die Nerven gewirkt hat und direkt auf den Bauch und die Beine und wo man stundenlang überhaupt nicht mehr aufhören konnte.
Acid Music war dann für uns natürlich gleich ein Thema. Wir wurden neugierig. Was ist das? Was ist, hat uns da irgendwie von England rüber bewegt? Es war was völlig Neuartiges. Die Musik hat damals so nie jemand gehört. So Sachen wie Royal House oder Check Your Body oder Acid Man, Jolly Roger. Das waren Tracks, die uns damals einfach fasziniert haben. Und natürlich auch kam ja dann auch schon rüber die ganze Geschichte mit den Smileys, mit den Lustigen. Und da musste man natürlich dabei sein. Eine neue Fashion-Kultur. Es war interessant, es war neu, es war ein neuer Aufbruch. Die Partys waren auch wesentlich spektakulärer als damals die Hip-Hop-Partys. Ich war in Ibiza gewesen und habe auf einmal diese Acid-Sounds gehört, die kamen aus England und die wurden da so abgefeiert, dass alle so komplett durchgedreht sind. Und dass diese Welle ist natürlich auch zurückgeschwappt auf die ganzen Party-Szenen weltweit, sage ich mal. Unter anderem natürlich auch in Frankfurt. Und das war dann auch die Zeit von Manchester, von der Hacienda. My biggest memory was definitely the Sunrise Parties, which were 1989. And they were legendary in the whole warehouse scene in the UK. A guy called Tony Colston-Hayter was like this sort of young entrepreneur from London, started doing these exclusive parties. I think there were only about six of them in all. The last big one was August the 22nd, 1989. It was just, it was when Cole played. It was fantastic. It was just such a vibe. It really was. And the funny thing is, it's like a lot of people that I've met over the past sort of 15 years of clubbing or DJing, even people that I've met recently were all at this party, you know. Over the years, you'd meet someone and you'd start talking and they were like, oh, I was at the party. Or they were actually on the coach that you were on, traveling down to this party. It just shows how everybody's sort of still part of this scene and have lived through many ups and downs of it. It's great. For sure, I was really inspired by the Chicago acid house sound and also the British reinterpretation of the Chicago acid house sound, because in 88, 89, the Brits took all these kind of, you know, sounds and started making their own kind of thing. And there was like the big acid kind of whole, you know, a freak thing that was going on. In New York at the time, a lot of things didn't become popular unless they were on imports, you know, everything. If you had a record on a label that was from New York or somewhere in the States, you know, people would, you know, kind of pass over it a little bit. But if it came out on an import, if it came out from Europe somewhere and came back, then they all of a sudden they were interested, you know. And a lot of people in New York, same labels, I had labels turn me down. I had actually shopped Energy Flash to several New York labels that just were like, don't like it, this is not music, you know, put a vocal on it and maybe we'll put it out, you know. And then right after that, When Energy Flash became a big record, the same labels were calling me up. Got some stuff for us? Got some stuff for us? We'll take anything. Ja, weil das Omen war dann so 89, 90, dann habe ich das Ruder so ein bisschen in die Hand genommen und habe gesagt, so jetzt gibt's ausschließlich einen Abend, das war der Freitagabend, wo ich gesagt habe, da wird ausschließlich nur die Musik gespielt. Ja. Und das war halt damals neu. Dann kamen auch die Ecstasy-Pillen auf zu der Zeit, ja, und der ganze Club, including the DJ, auf der gleichen Pille ist. Also das sind schon abgefahrene Sachen. The drug culture that went with it sort of did, you know, it sort of expanded people's minds in sort of what music they were making. I mean, there was some pretty fucked up stuff being made at the time, but the parties were good, weren't they, Chase? 1989 habe ich zum ersten Mal auf sogenannten Raves gespielt in England. Da kam dieser Begriff auf und wir hatten damals eben einige Hits, And Party, Alarm Clock, Hold Me Back, das waren so Sachen, die da auch in England sehr populär waren. Und dann wurde man nach London, nach Manchester und so hier und da eingeladen. Seeing Carl Cox play on three decks for the first ever time in the UK, in front of 22,000 people at an illegal party with the police in helicopters hovering over the field saying, you shall disperse. And everybody's just going, fuck off. You know, 22,000 people were really gonna, you know, there was like 100,000 watt sound system. I mean, it was in a field and they had like big, you know, big tents. Und irgendwie in Berlin wurden dann
so Techno-Partys gefeiert in irgendwelchen Hinterhöfen und Fabrikgeländen und man braucht auch keine Lizenzen für irgendwas. Also der Unterschied zu Berlin und Frankfurt ist ganz einfach, dass Berlin ja zum Techno stieß, kann man sagen, wie die Mauern gefallen sind, also zum Technohaus und so weiter. Und dadurch waren natürlich auch viele leerstehende Gebäude, Fabrikhallen durch den Ostteil und so weiter. Also konnten da irgendwie so ein bisschen eher so die illegalen Geschichten stattfinden. Bei uns in Frankfurt hatten wir nicht so das Glück, deswegen war es eher cluborientiert. Da gab es zwar auch die eine oder andere leicht illegale Veranstaltung, aber bei weitem nicht im Maße, wie es dort in Berlin stattfinden konnte. Wenn du die 10, 12 Leute in deiner Stadt kanntest und in anderen Städten und sie via Mundpropaganda oder ein paar Flyern informiert ist, dass du was machst, dann standen da auf einmal 5000 Leute. Ja, bevor das alles kommerzialisiert wurde und in jeder, ich meine, ich habe ja selbst der Kommerzialisierung nicht unwesentlich beigetragen, aber bevor es in jeder Pommesbude Deutschlands einen Riesenrave gab. This was a great thing. I mean, it was liberation and freedom to, you know, we had the, what was the law in the UK that you couldn't, they passed a law so to stop all these parties. What, the Criminal Justice Bill. I was there. We want a party. When do we want it? Now. What do we want? They passed this bill to stop these illegal parties going on in fields, and you know, more than 20 people together would be deemed as being illegal. Daraus wurde auf einmal auch ein richtiger Kult gemacht, ja, dass die Leute gesagt haben, der spielt, wir müssen dahin, und da kamen sie mit Bussen aus Dänemark ins Omen gefahren und aus Belgien und aus Frankreich und dann wurden die DJs immer mehr abgefeiert. Ja. Und weil sie einfach für einen gewissen Sound zu der Zeit gestanden haben, das seinerzeit keiner gemacht hat. In der Zeit habe ich mich halt entschlossen, zu Marken zu gehen und zu sagen, hört mal zu, wir haben da diese Idee, was haltet ihr davon? Ne? Und das war nicht sonderlich einfach, Markenartikler für ein ambitioniertes Projekt zu überzeugen, mit dem Inhalt von Hausmusik, ne? Weil Haus damals viel mehr als heute natürlich auch so dieses, das können wir nicht so richtig greifen, was passiert denn da, warum sind die Leute so lange wach? Es war nicht mehr so mühsam, irgendwie den Club voll zu kriegen, sondern Haus war etabliert und die Leute kannten auch alle Masters at Work, DJ Pierre, Eric Morillo, die Namen hatten alle gehört, Strictly Rhythm war eine große Marke geworden. Unter anderem auch durch die Hilfe von diesen großen Zigarettenfirmen, die halt irgendwie solche große Touren finanziert haben, die es möglich gemacht haben, die Jungs für viel Geld aus Amerika rüberzufliegen. Und das war natürlich das Größte für mich. Auf einmal gab es da, ich glaube, nach außen hin so ein Signal aus Deutschland. Ja. Deutschland tanzt. Ja. Und das hat man dann überall gespürt. Das war dann in Köln, das Warehouse, und in Stuttgart und in Hamburg, in Berlin, überall ist was abgegangen. Die Labels kamen auf einmal, neue Künstler, Artists und vor allem auch Magazine und auch Clubwear, Fashion. Ja, also man hat sich quasi so einen neuen Markt erschlossen und hat eine neue Bewegung so in Szene gesetzt. Und da waren die Clubs natürlich maßgeblich daran beteiligt und natürlich auch die DJs, die ihre Musik gespielt haben. Und dann ging es langsam los mit Bookings. Und dann war dann auch die Schwierigkeit, weil wir damals im Club, da haben der Club einem noch die Platten bezahlt und man musste die dann auch im Club lasen. Und dann durch die Bookings hat sich das ganze Ding auch geändert, dass man halt seine eigenen Platten dann hat. Es gab noch nicht mal diese Flight Cases, mit denen heute alle durch die Gegend laufen. Das gab es damals nicht. Da gab es nur von Black Market aus London. Die hatten so eine schwarzen Papp-Dinger und das waren quasi die einzigen Flight Cases, die es gab. Auch Ibiza waren wir die ersten DJs, die nach Ibiza kamen. Im Space und Amnesia noch richtig Stress mit den einheimischen DJs hatten dort, die da überhaupt keinen Bock drauf hatten, dass wir da vom Festland kamen, bessere Platten hatten als sie und die Hütte richtig gerockt haben. Da musste man aufpassen, wenn man sich einmal umgedreht hat, nach den Platten geguckt, hatte der DJ schon am Plattenteller gestanden und hat sich da feiern lassen. Da gab es richtig Stress zeitweise. You know, it was the early days. It wasn't really any money or
or fame or anything. So when some of the first people had some success, we were all like, wow, this is amazing, you know. And, you know, later on those things changed, but for the first number of years, it was just, we do this music because this is what we do. There was no other reason to do it, you know. There was no superstar DJs or traveling around the world. As far as the world knew what house music was, we were house 3-4 years, 5 years even, before the rest of the world knew what house music was. Towards the end of 84, house music started being born. You know, you had Marshall Jefferson, Larry Heard, 10 City, Virgo. All these guys were in there creating this music that became the roots to what we would do today. Luckily for me, around 1985, I started listening to Tony Humphrey's radio show, and he started playing all the first wave of house music that came from Chicago. I think he was the only person really playing it, at least on the radio anyway, in New York at that time. And I was a big fan of Tony Humphrey's show. I still am. When he had that show, it really influenced me. Every Friday, Saturday night, I would be home listening, you know, to the radio. He would go on till 4 in the morning, and he would just play all this, the first house records. You know, he would just play it all night long, and he would mix it with disco. I guess in the beginning, there wasn't enough house records produced to make, you know, a 5-hour mix show. So he'd mix it with, like, old disco records and some electro, but it was mainly house, and it just built this new vibe. I was hooked right after that. There was Jeff Mills, who was at that point called The Wizard, who was doing a nightly radio show for 15 minutes every night. And also Derek May had a show, and they were playing quite a lot of this electronic stuff on the airway. So you could tune into that, but it was really hard to find out any information about it because it was all mixed together. So I started to go into the record shops and just researching, because I became completely mad about what was going on. As far as DJ, Farley Jackmaster Funk, or his name was Farley Funk and Keith back then. Leonard Roy, this guy named Leonard Remix Roy. He's got Derek DJ Gray, there's a group of them. Lil Jon, I can go on for days, man, to inspire me to be DJs. But the most was Farley. It was parties I used to go to all the time. Farley Funk and Keith, or Farley Jackmaster Funk. Der erste große Bruch war sicherlich Farley Jackmaster Funk, Love Can Turn Around. Das war so die erste House-Hymne, würde ich mal sagen. Davor waren das alles so ganz billig, einfach produzierte Tracks gewesen. Und das war halt ein richtiges Stück mit Song und Aufbau und verschiedenen Dubmixen. Und dann kam nochmal eine zweite Maxi davon raus und so. Das war so ein richtiger Hit. It started to become a very, very small scene where everybody was really involved. And this is what I really noticed. It was like, it wasn't this, you know, in other musical scenes, there's always been like kind of this pop star thing. Okay, the band is over there and the audience is over here, and there's this like distinct separation. And although these DJs were playing music and taking everyone to the extremes, there was still, they were part of the situation. There was a closeness, it was like a community, a family. Around 1987, when I started hearing Todd Terry do his, like basically they were like remixes, you know, these sample productions, you know, a new record produced from samples of other records that were already popular, and nobody had ever done anything like that before, and it blew my mind. You know, it was like, you know, it said to me as a kid that a DJ has a purpose making records. I didn't know what Arthur Baker and these guys were DJs or had roots in DJs. I thought they were musicians, you know, but Todd Terry was the first person that I knew, that I saw, that was a DJ making records, you know, producing, and that gave me the idea, because I was already a DJ for a few years, you know. And I was about 17, and I said, hey, you know, this is something I want to do. I want to try this, you know. And I was a big fan of Todd's, you know. So I learned a lot by listening to his records. I would listen to his records, and I would learn, like, how to structure stuff. Where Detroit Techno came from, I think you really have to look at the geography of Detroit. It's a little bit like an island. And because of that, people, the DJs, just people in general, are really hungry to know what's going on outside of Detroit. So, you know, as someone who was going out and then as a producer and a DJ, like all the other guys there, we were really listening to what was going on outside.
You know, we were pulling those records from London, you know, on the Mute Records label and other labels, the Night Sareb. We were listening to what was coming from Canada, the electronic body music, all these different things. We were, you know, that's why Detroit techno and that whole idea of techno became so strong and so strongly associated with Detroit, because it was taking all these influences, all these ideas, and distilling them down to their really basic essentials. Detroit techno was funky. It was influenced, it had that Kraftwerk, you know, very, very specific kind of sounds. It had an edge like Belgium New Beat. It was a little bit aggressive sometimes, but always beautiful. Once it went over to Europe, you had young producers starting to do their thing, or producers just starting to make house music as well. And I mean, Europe just opened its arms to it, and club culture was born. Gerade in Frankfurt hatten wir ja viele Produzenten. Wir hatten Michael Münzing, der damals Snap und der Off das Projekt mit Sven Feth produziert hat, Elektrika Salsa und so weiter, das ja fast über 1 Million oder 2 Millionen verkauft hat. Also es war ein sehr, sehr starker Pool in Frankfurt von Produzenten. Und deswegen haben wir damals auch vom Sound of Frankfurt gesprochen. Und es hat uns natürlich alle unwahrscheinlich inspiriert, auch was die Musik angeht, dass wir dann 1985 nach Hause kamen und haben unser Geld zusammengelegt und haben uns ein Tonstudio angemietet und haben die erste Scheibe produziert. Damals Off hieß das Projekt und das Stück hieß Bad News. Eigentlich waren es Good News, weil so hat das alles angefangen. Und ich glaube, wir waren da damals dann zu der Zeit schon die Vorreiter, zumindest in Deutschland, für die DJ-Musik. Ich habe 1984 einen Text darüber geschrieben, dass es eine neue Form von elektronischer Musik gibt, die minimal ist, die hart ist, aber die von DJs mit Turntables gemacht wird. Also insofern kann man sagen, auf eine Art war das Konzept schon sehr früh auch sehr klar. Auf eine andere Art brechen natürlich immer von links und rechts die Traditionen trotzdem immer noch ein. Und Talla muss man erwähnen, bei dem ich schon 1985 Platten gekauft habe, 84, 85, wo er noch als Plattenverkäufer tätig war. Und den Techno-Club schon damals aufgezogen hat. Und der Techno-Club dieses Wort Techno auch schon für, sagen wir mal, deutschen Techno, das Wort schon geprägt hat hier in Deutschland. Ende 84 wurde auch in vielen Läden elektronische Musik in diesem Maße nicht gespielt. Und ich wollte irgendwas machen, wo einfach das mehr läuft, also wo das mehr präsentiert wird. Und zu dem Zeitpunkt hat dann auch ein Ex-Tanzlehrer, der hat in einem Club gearbeitet, so nebenbei, das nannte sich No Name, und es war in der Innenstadt in Frankfurt, im Keller, ein kleiner Kellerladen. Da hat gemeint, hier, komm doch mal hin, da ist Sonntagnachmittag, war da immer auch, sagen wir mal, anfangs ein bisschen Jugenddisco, aber da ist gerade kein, der Veranstalter ist gerade weg und es steht sozusagen sonntags leer. Dann bin ich dann da hingefahren, habe mich auch getroffen, sind wir runter, ziemlich schummriger Schuppen, aber hat mich gleich irgendwie gepackt, irgendwie fand ich cool, weil es ein bisschen undergroundig war und cool. Und dann habe ich dann den Besitzer gefragt, ob ich da nicht Musik machen könnte sonntags. Ich sagte, ja gut, bring ein Konzept bei, was du machen willst. Und dann hatte ich mich dann zu Hause hingesetzt, habe gesagt, spielst elektronische Musik, spielst Techno, nennst Techno-Club. Und so kam ich halt auf, einfach ganz einfach auf dieses Synonym, dass ich gesagt habe, okay, wir nennen es Techno-Club und spielen hauslich elektronische Musik in mehreren Variationen. A lot of my early records that I put out were kind of strange, I guess. They were like house music, but they weren't the house music that was popular in New York at the time. You know, they had a little twist. I didn't really know about techno in those days. I really didn't know there was I didn't even heard the word techno before. I knew house music, and my house music was just stranger than what was already popular in New York. And so it didn't really get a lot of response in New York, and that's all I saw. And then I was talking to Frank Mendez, who owned the label, and he said, yeah, we're selling pretty good amounts of your records. And I said, I don't see anybody playing them in New York. And he said, well, I'm selling them all in Europe. People buying them in Europe, they're going nuts to that stuff over there in places like Belgium and in the UK. It was completely on another level, what was happening here, a totally different scale than what was happening in Detroit. In Detroit, we were still small in our tiny clubs listening to the music that we loved. But in Europe, it was really becoming, you know, a force. It was the big trend, you know. Even it started small and underground, but it was really gathering a lot of momentum and a lot of energy very quickly. Right.
It was a time that people just were able to get free and become creative. And when you're free and when you're creative, you get what you got. You got a techno culture that dresses the way they want to, that eats the way they want to, that has their own, you know, particular listening moods. Um die elektronische Musik hat sich ja so eine ganze Kultur ringsherum entwickelt. Es gab plötzlich ein gewisses Interior Design, auch irgendwie so, sah so eine Techno-Bar eben auch aus wie eine Techno-Bar und auch so dieses ganze Fashion-Ding, was sich ringsherum entwickelt hat. Und dadurch haben sich natürlich dann Leute auch damit identifiziert und eben gezeigt, okay, wir sind jetzt irgendwie nicht die normalen Hip-Hop-Kinder, sondern wir sind Techno-Kinder. War so eine richtige Rave-Kultur, was sich wiedergespiegelt hat, nicht nur im Sound, sondern auch im Styling. Wenn man nur mal überlegt, wie schrecklich toll vielleicht auch manche Leute rumgelaufen sind. Also ich fand es oftmals eher schrecklich mit diesen ganzen Zipfelmützen alleine. Das war ja so eine Riesen-Ära, dieses Plüschding auch. Ich meine, das gibt es heute auch noch. Das war nie mein Ding. Ich habe mich da irgendwie nie mit identifizieren können. Aber die Leute gab es halt. Ne? Und das gehört irgendwie dazu. Da hat sich auch keiner Gedanken gemacht, irgendwie, ob das jetzt cool ist oder uncool ist. Das war dann einfach so. Da wurde dann alles ausprobiert. Jede Farbe auf dem Haar, der Staubsauger auf dem Rücken, der Gummianzug, wer weiß was, jeder wollte, weil alle gesagt, das ist neu, wir wollen anders sein als die anderen, das ist eine neue Bewegung und da wurden, wie gesagt, alle Stilarten, was auch klamottenmäßig ist, wurden da ausgetestet. Es tauchten irgendwelche Fernsehteams in der Disco auf und irgendwelche Mädels mit Smiley-T-Shirts wurden in Großaufnahme gezeigt und in der Bravo und in der Funkuhr und überall gab es Artikel über pillenfressende Clubmenschen. Also das gab es vorher auch nicht, dass sozusagen jetzt die Band, also das, was vorher vielleicht so die Band war, wurde für mich plötzlich so das Label. Also New Groove, so New Yorker Klitschen, so komische, dreckige, die nicht mal einen Grafiker bezahlen konnten, sondern das so mit Letraset da irgendwie ihre Labels gegrafikt hatten und das ist für mich bis heute irgendwie wie Kunst. Gab es dann das Label auch R&S Records aus Belgien, die eine Wahnsinnswelle gemacht haben. For me, I would have to say R&S was probably a very influential label. When I first came over and started doing work with R&S, they had a nice stable of producers already working there. Cisco Ferrara, who's now records as The Advent, CJ Boland. A lot of good producers. It was probably one of the most influential labels at the time, and they had a very unique sound. It was like kind of in a lot of different places. It was kind of, they did some house stuff, some techno, some really progressive techno stuff that was on the cutting edge, I think. Richtige Hardcore-Fans, die wollten jede Scheibe von dir haben, von der ersten bis zur hundertsten, und die werden auch heute schwer verhökert auf eBay. Die ganzen Sammlungen. Ja. Ich war jetzt nicht so jemand, dass ich jetzt jede Scheibe haben musste von irgendeinem Label, aber da gab es schon ein paar, die waren extrem, für die Zeit, extrem gut, gerade Underground Resistance und Plus 8, der Jux Up und das waren so, da gab es so ein paar Labels, die wollte man einfach haben, die Platten, weil die alle cool waren. Und wenn man Artikel nachliest, Ende der 80er Jahre, die Westbam da geschrieben hat, oder andere Lahmann oder so, die sehr, sehr klar gesehen haben, dass es aus einer Underground-Bewegung zu einer Massenbewegung werden würde. Das war schon erstaunlich. Also ich habe oft gezweifelt als Clubbesitzer, ob man sich den Luxus erlauben sollte, so viele Leute zu verprellen und so sehr auf eine auf eine Schicht zu setzen. Hilfreich war, dass es mir selber gut gefiel und ich um 4 Uhr dann oft selber auf den Boxen war. I was always upset in the science fiction movie when you see the music for example in Star Wars. You know, they go to a bar and I don't remember the name of the planet. They go to a bar and there is a band playing music, and the music is really not futuristic. In Star Wars, the music is like the music of the 70s. And when I discovered the techno in raves, that was the music that fits, you know, with Star Wars. The music of the future, the music of science fiction. Der erste Rave in München, damals Technomania hieß der.
sensationell. Auch damals noch, das Layout war sensationell. Es war ein schwarzes Plakat mit neongelben Schriften, einfach nur Technomania, und drüber standen, drunter standen dann die Acts. Der erste Technomania fand im Babalu und in der Babalu Bar statt. Da waren dann, glaube ich, sage und schreibe 800 Leute. Headliner war Sven Feld. Es war dann so 1990, 91, wo dann auch die Love Parade dann, glaube ich, schon das zweite Mal stattgefunden hat, haben wir dann von Frankfurt aus auch Busse organisiert und auch mal einen Zug, einen Love Train von Frankfurt direkt nach Berlin. Und da sind wir dann immer mit 100, 150, 200 Leuten nach Berlin und haben das dann quasi kräftig unterstützt. Ja. Und es hat einen Wahnsinn Spaß gemacht seinerzeit. Zumal das am Anfang ja alles auf dem Kudamm stattgefunden hat und standen noch die Autos nebenbei und die Touristen sind vorbeigelaufen und die Omis haben aus dem Fenster geschaut und irgendwie haben sie alle mitgemacht. Ja. You could really feel that the world was becoming a smaller place. There was this music which was becoming a language of bringing people together, Nelly. 1992, da war das Wetter so sehr wechselhaft, sagen wir es mal so. Das heißt, mal schien die Sonne, mal regnet es dann auch. Und ich weiß noch, wie der Dubmission-Wagen, auf dem ich war, gerade am Breitscheidplatz vorbeifuhr, als ein riesiger Gewittersturm losging. Und ich weiß nur noch, dass wir uns alle gefreut haben, wie die Blöden. Wir haben da alle irgendwie geschrien und getobt bei jedem Blitz, bei jedem Donner. Damals waren die Anlagen ja auch noch nicht so groß, da konnte man das Donner sogar noch hören. Und es war natürlich schon auch immer ganz lustig, wenn man dann so den normalen Berlin-Touristen gesehen hat, der damals nach Berlin kam, um noch so das gespaltene Berlin zu sehen. Und dann sah er da irgendwelche verrückten Jugendlichen irgendwie zu Musik, die er noch nie in seinem Leben gehört hatte, die völlig, also ich weiß noch, ich hatte knallrote Haare, oranges T-Shirt, grüne Hose und solche Sachen, also wirklich auch so die totalen optischen Fehltritte, ja. Naja, es ist ein globales Aushängeschild für uns, für Deutschland gewesen, für die ganze Kultur. Das war wichtig, um klar in einem Club 200 oder 300 oder auch 1000 Leute zu begeistern, ist eine Sache, aber auf einem Rave 20.000 Leute zu begeistern, ist sowohl als DJ als auch als Veranstalter eine ganz andere Sache und rührt natürlich auch von einem ganz anderen Bekanntheitsgrad her. Also eine Love Parade kennt man mittlerweile weltweit. Ob man jetzt den Club so und so in Hinterdupfing weltweit kennt, ist eine andere Sache. Deswegen ist es natürlich eher als auch als Massenmedium zu verstehen und dementsprechend wichtig, um unsere Kultur überhaupt auszudrücken. Parties like Love Parade, I thought they were great because, you know, they don't happen in New York like that. I come here sometimes and I'll hear people say, oh, it's too commercial, it's too this and too that. But, you know, for that, for those things, it's just about fun. You know, you just go there, you have fun. I don't take them seriously. I don't sit there and say, this is where it's all, you know, going, or this is, you know, the scene. It's just, you know, it's a Saturday afternoon. You know, these big festivals, they're great. You know, people go, and that's what it's about. These, you know, the paying public is paying their hard-earned money to go out, and they want to have a good time, basically. That's it. Just want to go out with a bunch of their friends and have fun and, you know, as long as that's achieved, that's all that matters. Also Love Parade war ja immer so, man wirft ein Tape ein, dann läuft Musik und alle freuen sich. Und Mayday war dann so ein bisschen, das kam auch zum Teil durch den Frontpage-Einfluss. Es war ja so eine Kooperation mit Frontpage, was sozusagen die groundbrechende Techno-Zeitung war. Die Idee, wir wollen jetzt Joey Beltram, wir brauchen Speedy J, wir brauchen den Hypnotist. I remember the first time I came to Berlin was, you know, once on the Plus 8 tour and then also coming back to one of the first Maydays. And yeah, these things were huge. In a way you could say that they were more commercial, that were a little bit of sellout or whatever, but it was so exciting for us. And there was still such energy at these big events that it was just like, wow, this music is going, it's so crazy what's happening right now. And so it was only maybe a little bit later that you look back and you said, wow, is it becoming too commercial now? Or is too many, have we lost something? But in the first couple of years, it was just nearly too much to comprehend. 93 war schon das letzte Mal auf einer Love Parade und da hat es dann für mich schon kommerzielle Maße angenommen. Also ich meine, kommerziell in dem Sinn, dass jeder auf einmal da mitgemacht hat. Die Dorfdisco von irgendwo hat dann schon Wagen gehabt und ein Wagen hatten sie, da haben sie T-Shirts, da stand nur Töten drauf. Haben die diese T-Shirts verteilt da. Dachte ich, irgendwie ist es das nicht mehr hier.
Ja, das hat mir dann schon Ausmaße, hat es angenommen. Das hat mit Techno, also mit dem eigentlichen Techno-Ding nicht mehr viel zu tun gehabt. Und dann haben, wo es dann auch gewechselt, also nicht mehr auf dem Kudamm war, und dann haben die schon ihre eigenen Parcours gekriegt und hat von der Demo nichts mehr gehabt, dieses Ding. Und da habe ich mir auch dann gesagt, dann, das ist für mich gegessen. The explosion, like the huge sudden interest, was the mass production of MDMA and ecstasy, which everybody then becomes sort of hugely involved stop in. Football violence. And everybody was totally in love with everybody. And then, you know, this huge, great big culture evolved from it. And then the reason why it went back underground and the whole thing went completely wrong in the UK was when the criminal side of it got involved, and then there was the violence, and people were realizing that these huge parties were making loads of money, and that's when the undesirable people start coming in. Then there was a lot of trouble at a lot of parties near the end of the sort of the summer of love, you know, that the explosion, the 88, 89, 90, and then it was sort of downhill from then. But out of that's become this huge, huge mass culture, which is all based around electronic music. Dann kamen natürlich so junge forsche Major, sage ich mal, also jemand wie Tim Renner zum Beispiel, der mit Motor Music ja dann einmal so wirklich durchgegraben hat durch den Indie-Wald in Deutschland, der natürlich viel Positives bewirkt hat, aber auch natürlich, klar, es bleiben immer dann auch Sachen im Umkehrschluss auf der Strecke. Und für mich war dieses ganze Techno-Ding schon immer ein Underground. Ding. Ist schön, wenn man mal eine Platte macht und die verkauft sich auch gut, aber die Idee geht verloren durch die Majors. In der Sound Factory in New York Junior Vasquez zu hören und dazu 3000 Homosexuelle außer sich geraten zu sehen, das war schon irgendwie der Hammer. Also das und trotzdem glaube ich, dass der DJ ist gleich Popstar. Die Gleichung wird niemals so ganz aufgehen, weil in dem Moment, wo die Leute sich mehr auf den DJ konzentrieren als auf die Musik, erreicht der DJ gar nicht mehr das, weswegen er DJ ist. Damals war Musik noch wertiger, weil man kam nicht so leicht an die Sachen ran. Und die DJs waren dadurch dann, wurden langsam zu den Stars, weil sie einfach nicht nur, dass sie anders gemixt hatten oder anders die Musik präsentiert haben, sondern auch die Sachen früher präsentieren konnten als andere. Ich kann mich früher noch an Dorian Gray erinnern, wo die Leute wirklich in Scharen vor einem gestanden haben und drauf schauen, wie heißt die Platte, und wir haben dann immer mit Bierdeckeln haben wir immer abgedeckt oder mit Edding schwarz gestrichen, dass ja keiner das mitkriegt, weil wir wollten sozusagen den Leuten was präsentieren, was sie noch nicht gehört haben. Also im Prinzip war ich natürlich immer jemand, der wollte, dass eine Awareness für den DJ da ist. Also insofern bin ich natürlich absolut d'accord mit der Entwicklung, dass der DJ wahrgenommen wird als Künstler, dass heute höchst selten noch irgendjemand kommt und einen Musikwunsch hat oder sonst was. Und die Leute kommen, weil sie neugierig sind auf den Musiker und auf den Performer, der da irgendwas macht. Dass das natürlich jetzt alles nicht nur Vorteile hat, also und dass sozusagen diese Art von Popularität eben auch immer Leute anzieht, die sich dann doch wieder nicht dafür interessieren, sondern die sich dann schon wieder nur für die bekannte Fresse aus dem Fernsehen interessieren oder für den bekannten Namen, den sie so häufig gehört haben. Damit muss man dann leben, aber damit lebe ich weit lieber, als DJ nur in der Ecke zu stehen und sich von Leuten anmachen zu lassen, denen man eigentlich was Gutes tun will. Video killed the Radio Star, und eine Menge DJs haben die Clubs getötet. Ich kenne unheimlich viele Clubbesitzer in Deutschland, die den Wahnsinn mitgemacht haben und den DJs ihre 3.000, 5.000, 10.000 Dollar Euro Gage bezahlt haben. Sie sind heute bankrott, die Clubs sind dicht. Na, ob sie in Münster und Docklands hießen oder in Berlin waren und Betty Ford Klinik hießen, die Läden sind natürlich wahrscheinlich an Managementfehlern auch zugrunde gegangen, aber die haben immer dieses Spiel mitgespielt, teure DJs holen, denen die Taschen voll machen. Das ist eine gefährliche Spirale natürlich. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist so Mitte der 90er Jahre, dass die Clubs so ein bisschen die Fantasie oder auch die Veranstaltungen so ein bisschen an Fantasie verloren haben. So, man hatte so das Gefühl, der erste Hype war weg oder der erste Hurra oder der erste Enthusiasmus war jetzt weg. Jetzt kann man sich ein bisschen auf seinen Lorbeeren ausruhen. Das fand ich persönlich so ein bisschen
traurig, weil es führte sehr schnell in eine Lethargie und es führte auch, hat man gesehen, wohin sehr schnell, nämlich eigentlich in den Untergang dieser ganzen Kultur oder in, sagen wir mal, in den Niedergang der damaligen Clubkultur. Es gab aus dieser House, Acid House, Tech House, Hard House, daraus sind unwahrscheinlich viele Styles entstanden, bis hin zu Hardcore, Gabba, ja, da gab es richtig auf die Fresse, das kam dann aus Rotterdam. Und, aber auch auf der anderen Seite so gegensätzlich so Chill-Out. Ja. Auf einmal gab es Ambient-Musik, ja, von KLF und The Orb und erinnere ich mich noch, da gab es in Frankfurt das Excess, ein kleiner Club, die haben die erste Chill-Out-Party gemacht und da hatten die Schafe auf der Tanzfläche gehabt. Well, the thing I hate about the subgenres, you know, like when I pick up a magazine now and I'll look through the music section of reviews and stuff and you'll see there's like 10 pages of different genres and I've never even heard of half the genres as genres before. And it's just, it throws me off, because then you get it, like people that are into that scene and rules all of a sudden apply. You know, if you want to make this kind of music, you can't, it has to be in this tempo and it has to have these kind of sounds and it has to have a drum loop in it and it has to, all these rules, and that limits creativity, you know? Also es wurde dann unwahrscheinlich extrem, dann kam Breakbeat und Drum and Bass und so die elektronische Musik hat sich auf einmal unwahrscheinlich schnell entwickelt, hat auch dann nochmal so seine Tiefpunkte gehabt. Just, you know, everyone has a growth in a time period where you have to grow. And the 90s is the time period where I decided to grow. And it just sucked. It just sucked. In which way to grow? It just sucked. Bad. It was just bad. The 90s was just bad for me. Well, partially half the 90s, I put it like that. Half the 90s. 90, 95 was just bad. There's a lot of good things, a lot of bad things. It was just, musically, it was bad. Der Ausverkauf des Techno entstand ja darin, dass einfach durch den Boom viele große Companies einfach eingekauft haben, alles was geht so ungefähr, und dann einfach zu viel auf den Markt geschmissen wurde. Und dadurch hat auch viel Schlechtes auf den Markt, weil die Leute übersättigt waren und irgendwie auch von billigen Produktionen. Es gab zeitweise Techno-Produktionen oder Techno-Compilations, wo so suggeriert wurde, sind irgendwie 20 verschiedene Tracks von verschiedenen Leuten, aber wirklich war es nur einer, der so hinten im Hinterhof gesessen hat, hat ein bisschen produziert und hat irgendwie verschiedene Namen gegeben und es wurde als Techno-Compilation verkauft. Und die Leute natürlich auch irgendwann kamen schon ein bisschen veralbert vor. Around 93 definitely I noticed the quality of dance music really took a big nosedive, and there's more garbage coming out than there is good quality music. I mean, there's a lot of, you know, diamonds in the rough that you hear out there and so few gem sounds, but you know, now everybody, since like the early 90s, everyone could press a record. Everybody's got a label, everybody, and so that just cheapens a lot of the music because it's so much garbage. There's no quality control. You don't have a label or people sitting there saying, you know, this isn't good, this needs to be worked on some more. You know, now just people do the track and then they just put it out, you know. They think it's good because everybody who makes a record thinks, well, you know, my music's great, you know. Und es wurde einfach auf so schnelle Art und Weise ausgebeutet, dass man sich doch wundern musste, woher kommen denn diese ganzen Spacken auf einmal, die diese Musik produzieren? Oder ist es so, dass alle DJs auf einmal ihre alten Schubladenarchivs mit ihren ersten Gehversuchen alle auf Launch Compilations verkoppelt haben? Also da muss man wirklich ganz ehrlich sagen, in dieser Szene gab es oft genug Leute, die aus Scheiße so viel Gold gemacht haben, die ich mir gerne weggedacht hätte. Das, was Mainstream ist, kommt ja in den meisten Fällen aus der Subkultur. Und wenn man es kommerzialisieren will, dann muss man genau den Schnittpunkt finden, da wo es übergeht von Subkultur zum Massengeschmack, um nicht sich selber auch ad absurdum zu führen oder um selber auch noch die Fahne hochzuhalten. Mein Ziel war auch immer, ich will bis zu meiner Rente will ich Musik machen, und das kann ich nicht, wenn ich heute mich verkaufe an Major oder an Fernsehsender und mich da hinstellen mit zwei Go-Go-Girls und so rummache, als würde ich gerade auflegen. Damit verkaufe ich mich, und das war mir schon immer bewusst, dass das nicht mein Weg ist. Zum einen waren die Protagonisten, die damit angefangen haben und natürlich auch mit den entsprechenden Substanzen dabei waren, einfach Mitte der 90er so durch, dass sie natürlich gar nichts anderes machen konnten, als ich höre jetzt mal auf.
Das ist die eine Sache. Die andere Seite ist, dass diese Protagonisten sich auch eigentlich dadurch ausgezeichnet haben, so pseudo-cool zu sein. Also denen ging es eigentlich nicht um die Musik, sondern denen ging es nur darum, wir sind viel cooler als die anderen. Das war dann natürlich in dem Moment, wo große Veranstaltungen stattfinden und wo viele Leute diese Musik toll finden, für die dann uncool. Und zum Dritten ist es natürlich ganz klar auch so, dass wenn immer wieder was absolut Revolutionäres, Neues, Tolles geschieht, in einem kleinen Rahmen, fällt jede Einzelheit auf. Mittlerweile, es passiert nach wie vor jeden Tag etwas Tolles, Revolutionäres, was elektronische Musik betrifft. Aber es ist mittlerweile so groß, dass diese einzelne kleine revolutionäre Platte vielleicht gar nicht mehr so einen Aufruhr verursacht, wie es eben zum Beispiel 1994 oder 93 noch war. Ich weiß eben auch noch sehr genau, wie jede Woche noch unglaublichere Platten kamen. Und dann kam wie das aus Detroit plötzlich. Und dann, als wenn so die Antwort aus Newcastle, und plötzlich ist Köln auf der Landkarte. Und das ist jetzt nicht mehr so. Das ist wie bei so, wie so der Fallout, der jetzt halt so langsamer. Aber es sind immer noch die gleichen, es ist immer noch die gleiche Erschütterung, die sich halt immer noch fortsetzt. Aber das Beben ist sozusagen in längeren Wellen und es ist leiser geworden. The disco era died, but club music still went on. Nightlife still went on, you know. Techno might be dead one day and completely where everyone looks at it like disco as a dinosaur, but people are still going to go out to clubs, they're still going to party, big events are going to happen, because that's not going to change. That's what they listen to, what people choose to spend their hard-earned money on. That might change, and it's probably gonna, you know. I'm sure there will be a day when techno is finished and considered old and done, you know. Maybe that day is already here, I don't know. Die Kids heute Techno nennen oder whatever, ist für mich eigentlich ein Rückschritt der Musik. Das sind alles Sachen, die wir schon mit Acid oder die heftigen Detroit-Sachen, das, was wir schon früher hatten. Aber für die Kids heute ist das alles neu und die feiern halt da drauf. And out of 100 records, I'll sit in the store for 2 hours listening to records and I'll buy like 5, you know. And even the 5 I bought, maybe 2 I'll like and 3 I'll hate, you know, a month later. And that's what inspires me, because then I sit down when it's time for me to wear my producer hat and sit down and work on some music. I say, you know, what do I want to hear as a DJ? What does the DJ want to buy as a customer? To this day, people play records that we've done 10, 12 years ago, you know, and they still sound strong. So, I mean, I think the key is that we love to produce and we look for quality in whatever we do. And when we're recording, we record those records so that they sound great, so they can last a long time. I mean, we look for substance in the songs. We look for the right sounds. I mean, everything that we do is very tailored. Das, was sich immer gehalten hat, und das sieht man halt ja auch zurückschauend, ob das die DJs sind, ob das Produzenten sind oder auch Veranstaltungen, war immer was, was auch mit Qualität zu tun hatte, wo eben ambitioniert gearbeitet worden ist und nicht einfach nur, oh, das ist jetzt trendy, das machen wir mal für einen Moment. Es geht eigentlich nur noch teilweise darum, ein Geschäft zu machen, und mit im Geschäft ist sowieso eine Party nicht wirklich umzusetzen. Ich meine, wenn ich hingehe und es einfach als Fabrik ansehe, da kommen Leute rein, die kommen rein, die zahlen ihr Geld, die gehen wieder raus. So werde ich die Zukunft nicht gestalten können. Früher war es so gewesen, ich kann mich an Dorian Gray und Technoclub-Zeiten erinnern, dass Leute wirklich die ganze Woche überlegt haben, was ziehen sie an? Was ziehen sie an? Wie fallen sie auf? Das kenne ich von heute gar nicht mehr so. Früher war das wirklich, früher war der Club ja auch irgendwie noch mehr Erlebnis als heute. Früher hat man sich wirklich die ganze Woche Gedanken gemacht, komme ich rein in den Club? Was ziehe ich an, damit ich auffalle, damit ich reinkomme? Da hat man mehr für das Weggehen gelebt. The fact that dance music now is going back underground again is, you know, it's important and, it's, and I think it's very healthy, you know, because the people that go there, whereas before, you had a lot of the bigger clubs and a lot of the people really weren't interested in the sound. At least, you know, when you've got smaller clubs, everybody there is there for the music and not just because they think it's hip. Dass Hausmusik oft durch also durch Fehler oder durch Innovationen lebt, sage ich mal. Und wenn diese Fehler und Innovationen eigentlich nicht mehr da sind irgendwie, dann stagniert das so ein bisschen. Und das ist halt so,
Ende des Jahres 2000 so ein bisschen der Fall gewesen, dass so ein bisschen nach diesem französischen Sound, was dann Daft Punk und so geprägt hat, so ein bisschen irgendwie eine Flaute war. Und jetzt kommt es ein bisschen wieder, weil die Leute anfangen, Songs zu schreiben, ne? Wirklich auch auf guten Tracks irgendwie. Und das ist für mich auch so der Weg, den ich in der Zukunft sehe. Elektronische Musik muss heute nicht mehr wie in den Zeiten der frühen Kraftwerk so synthetisch klingen. Moderne Elektronik klingt ja viel wärmer. Im Moment ist gerade alles möglich und man kann zum Glück gerade nicht irgendwie die neue konkrete Strömung irgendwie sehen, auf die sich jetzt irgendwie alles wieder stürzen wird. All the good ideas have been done already, but you know, there's still more. There's still plenty out there. You know, you just got to keep looking for it and just keep, you know, keep experimenting with sounds. But there's tons of unexplored things out there. I guess somebody may come up with some creative shit. Some big head motherfucker might come up with some fucking draconian Martian type technology and shit. And like, wait, guess look what I can do. Hey, look at this right here. And be some off note that you don't know, but it sounds good to the ear. Once it's, actually, it's probably just up to humans, you know, us liking something new, accepting something brand new that they've never heard before through house music. Who knows, man? I don't know. Electronic music, sure, has set classical instruments. It has 909s and 808 drum machines and this synthesizer and that synthesizer. But now that we're moving into a lot more computer-based technology, there's always a new program. There's always a new sequencer. There's always a new way of thinking about things or interacting with things. So it's interesting. It's really, you know, for sure, other types of music now use electronics within that music to help develop it. But electronic music is the only music that is completely tied to the development of our society right now. You know, most or the biggest possibilities of the way we are evolving as human beings is tied to the involvement and the experimentation with technology. Im letzten Sommer unter dem Birnbaum hier in Monkeys saßen 8 Rentner mit schlohweißen Haaren und spielten irgendwie Doppelkopf, keine Ahnung. Und es lief Café del Mar, Chillmusik. Und das war schon nach den ganzen Anfeindungen der 80er Jahre und nach diesen Diskussionen ein sehr versöhnlicher Anblick. Wenn die Leute die Arme hochreißen, wenn die Leute schreien oder wenn die Leute nach mir zu kommen hier, dann Set war toll oder eine E-Mail schreiben oder ein Gästebucheintrag, ist für mich mehr wert als jeder Cent, der irgendwo aufs Konto fließt, sondern mir ist wichtig, dass die Leute Spaß an der Sache haben, was ich mache. Und solange die Leute Spaß haben, werde ich das auch weiterhin machen. On the stage and I DJ or anywhere and there's people in front of me, I'm 16 again and I'm just like enjoying it and I'm loving it. It doesn't even matter where I am, how fancy the lights are or how many people are there. I'm thrilled that I'm able to do this and I remember clear as day when it was just a dream, you know, and every day that I'm playing I just try and just pinch myself because it's it's the best experience and I don't believe in bad experiences as a DJ. One more.